Hier, mitten im Kölner Univiertel, in der Kultkneipe bei Oma Kleinmann, fragen wir, was ist das Geheimnis des rheinischen Sauerbratens? Paula Kleinmann Sauerbraten heißt heute auf Neukölsch Pulled Pad, aber ist noch genauso beliebt wie früher. Und ihr Nachfolger, Küchenchef Olaf Maria Wolf, weiß auch warum. Ich glaube, das ist eine Art von Konditionierung. Da kriegst du ihn von klein auf kredenzt. Und dann schmeckt er ja auch sehr lecker, wahrscheinlich auch deswegen. Dieses süß-saure durch die Marinade, könnte ich mir gut vorstellen, dass das viel von der Popularität ausmacht. Ne? Ein ordentliches Stück Braten, eingelegt in Essig, Rotwein, Gewürzen, am Ende mit Rosinen und Lebkuchen abgeschmeckt. Und vor allem butterzart. So, jetzt habe ich hier das Pferdefleisch, das klassische Sauerbratenfleisch eigentlich. Weil früher wurden dafür halt die Pferde genommen, die auf der Straße quasi vor Altersschwäche zusammengebrochen sind mit 23 Jahren oder so. Klingt ganz schön zäh. Heute nimmt man meist Rind, aber mit ähnlich schwierigen Eigenschaften. Und das ist das Geheimnis des zarten Bratens. Nur ganz bestimmte Stücke werden später perfekt. Beim Rind sind die wenig beanspruchten Muskelpartien, am Rücken und Lende ideal fürs Kurzanbraten in der Pfanne. Aber die beanspruchte Schulter und die ewig wiederkäuenden Bäckchen, das sind ideale Schmorbratenteile. Ein Zuchtschwein hat in seinem Leben wenig Bewegung, also viele wenig beanspruchte Teile. Die wilden Verwandten dagegen müssen beim Schnüffeln und Graben im Wald ständig ihren Nacken und Hinterlauf bewegen. Ideale Teile für den Schmorbraten. Genau wie die stark beanspruchte Pferdehüfte. Daraus wird bei der Oma Sauerbraten gemacht. Zum Vergleich zwei wenig beanspruchte Teile. Schweinekotelett und Rinderfilet. Einem Stück Fleisch sieht man nämlich an, wenn es viel bewegt wurde. Es bildet starkes Bindegewebe und Sehnen. Würde man das nur kurz anbraten, wäre es zäh und ungenießbar. In dem Bratenstück ist hier die lange Sehne drin. Und die ist halt auch schon so fest, die hier würde ich mit den Fingernägeln durchgedrückt bekommen. Und das schaffe ich hier bei so einem Schmorstück nicht mehr. Wer glaubt, dass vor allem die Marinade das zähe Fleisch zart macht, irrt. Sie trägt viel mehr zum Geschmack und der typisch grauen Farbe des Fleischs bei. Das stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Normal geht man oder sagt man von den Rezepturen 4 bis 5 Tage einlegen. Ich mache es lieber je nach Fleischstück 3 bis 4 Wochen, weil dann auch die Marinade wirklich durchgezogen ist. Nicht nur so ein Zentimeter, anderthalb am äußeren Stück Fleisch ist, weil das dann der Geschmack ist, dann auch wirklich im ganzen Stück Fleisch. Bevor der Kühlschrank zum Alltag gehörte, hat die Säure außerdem das Fleisch konserviert. Wir machen weiter mit 2 schon vor Tagen eingelegten Stücken. Eins davon hat deutlich dickere Sehnen als das andere. Das Anbraten hilft aber dagegen nicht. Es dient wieder nur dem reinen Geschmack. Hier kann man die Röststoffe im Topf erkennen. Ich heb den mal ein bisschen an. Das alles waren die Vorbereitungen. Jetzt erst kommt der entscheidende Schritt, der zwangsläufig mit einem butterzarten Ergebnis endet. Ich schiebe es in den Backofen. Satte 4 Stunden muss er im Ofen schmoren. Was dabei passiert, ist das Geheimnis jeden zarten Schmorbratens. Denn jetzt erweisen sich das zähe Bindegewebe und die Sehnen als Segen. Sie enthalten nämlich viel Kollagen. Wenig beanspruchtes Fleisch würde jetzt austrocknen. Die Kollagenfasern dagegen schmelzen quasi im Ofen zu Gelatine. Und die hält wie ein Schwamm das Wasser im Fleisch. Und es gilt, je mehr Flüssigkeit im Fleisch bleibt, umso weicher und zarter ist es später. Und wie man sieht, kommt die ganz leicht bei beiden raus. Ah, das sieht gut aus.
der ist auch sehr zart, würde ich sagen. Das Stück mit der dickeren Sehne zerfällt fast. Daraus macht Olaf seine Spezialität. Bei uns im Geschäft machen wir daraus Pulled Pad, sprich wie beim Pulled Pork, also viel zu lange gegartem Schweinenacken. Kann man das hier, sieht man auch noch mal ganz schnell, guck mal. Hier ist so eine Sehne und die ist quasi, bietet überhaupt keinen Widerstand mehr. Die ist verkocht. So wird aus einem scheinbar ungenießbaren Stück Fleisch am Ende ein zarter Braten. Dank molekularer Prozesse und vor allem dank Omas Erfahrung. Zwei Begriffe. Ich mach mal vor. Mhm. Zeigen. Rechts, links. Rechts, links, Mitte. Ja, aber das sind... Nein, Moment. Ach ja, ihr wisst schon, was ihr tun.